So, wir melden uns hier back im nächsten Part von Liquid Crystal. Und ja, wir kriegen hier gerade so ein wenig auf den Sack gehauen. Und ich muss sagen, dieser Sandsturm macht's ernsthaft nicht besser. Fury Attack nerven wir mal so ein bisschen. Ich muss sagen, Furienschlag gefällt mir immer mehr. Und wir haben ihn besiegt und heißt Jackson. Und von mir wird jetzt wieder sagen, ey, was ist ein Jackson? Oh nein, noch eine Trainerin. Oh, die hat ein Griffel. Griffel ist auch ganz cool eigentlich. Oh, fünfmal getroffen, hammerhart. Oh, und Sparrow ist fast tot. Aber ja, wir haben es doch geschafft, das Apom zu besiegen. Lustiger Name übrigens. Nein, ich will keine Scheiße von dir kaufen, die 1 Million Poké-Dollar kostet, weil ich so viel Geld nicht haben kann. Ist es ein Trainer? Ja, es ist ein Trainer. Fury Attack. Muss zu nerven. Oh, natürlich trifft nur zweimal. Aber egal. Jetzt hat er noch PG. Ha, Critical Hit tot. Sparrow erreicht Level 15. Attageo, was ist das denn? Ah, ein Porenta. Verfetcht. Komischer Name, ey, ganz komischer Name. Okay. Warte, brauchen wir hier schon. Ah, hier kommt Zane. Oder sehe ich es richtig? Ja, das war Zane. Ja, und wir sind jetzt hier im Einheitstunnel. Und hier drin kommen wilde Radikal. Das ist ja böse, ey. Warte, das sind Wanderer. Da setzen wir Krokodok nach vorne. Und ja, ein Onyx. Aber Onyx hat zum Glück keine hohe Spezialverteidigung. Und ist daher One-Hit. Und ja, unser Krokodok entwickelt sich jetzt. Aus welchem Normal. Was? Ah, nein, genau. Kanimani ist ja eins der Starter-Pokémon, was sich nicht auf Level 16 entwickelt, sondern auf Level 18 erst. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil ich hätte mich jetzt gefreut, wenn es sich schon entwickelt hätte. Ja, und so wie ich es jetzt sehe, wird es sich dann erst in der zweiten Arena ungefähr entwickeln. Oder auch davor noch. Boah, Karate Chop zieht ja ganz schön Damage. Okay, doch, vielleicht willst du doch noch hier im Einheitstunnel was mit dem Level Up. Okay, erstmal ein Trank. Noch ein Trank. Also weiter geht's. Noch ein Trainer. Oh, hat er ein Koffing? Nein, ich werde jetzt erstmal Krokodok trainieren, damit es sich entwickelt. Und dann Sparrow. Oh, ein Slowpoke. Und Gene, verdammte Scheiße. Ja, Slowpoke, also, wie heißt es jetzt? Fleckmon, genau. Fleckmon ist auch ganz in Ordnung eigentlich. Oh, Yorn. Nein, und nur dreimal getroffen. Verdammt, verdammt. Wir haben ein Awakening dabei. Naja, macht nur Glow. Wir machen dich trotzdem fertig. So. Sparrow braucht jetzt auch einen Trank. Ja, hier. So. Ja, warte, hier ist noch ein Item da unten. Zubat. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich mir vielleicht einen X-Bat mache, aber das habe ich schon in meiner Rubin auch im DS. Und außerdem hat das Nasty in seinem Liquid Crystal Walkthrough schon. Und ich will mir nicht all seine Ideen klauen. Deswegen muss ich auch leider auf einen Teamkameraden verzichten. Und zwar auf Mogelbaum. Weil ich mag Mogelbaum, aber. Nein, ich wäre dann eigentlich voller Nachmacher, wenn man es so will. Und ja, dann müssen wir das Sparrow einsetzen und. Ey, nein, komm schon. 5 Treffer und darunter ein Volltreffer. Nein, doch nicht. Ja, zum Glück habe ich Aufwecker gekauft. Oh, er setzt auch einen Trank an. Bam, bam, bam.
Ja, das ist böse an Flecken. Wenn es Fluch einsetzt, steigert es seinen Angriff und seine Verteidigung. Aber senkt halt seinen Init-Wert, also seine Schnelligkeit. Aber trotzdem, Sparrow hat's gepackt. Krokodok erreicht Level 18. Ja. Und es müsste jetzt eigentlich auch sich entwickeln. Ja, tut es auch. Und das gucken wir uns im Normalspeed an. Weil Vorspulen, ey, das verdirbt den ganzen Moment jetzt, wenn es sich entwickelt. Und ja, Tyrakrok. Ich muss sagen, das Vieh sieht echt hammermäßig geil aus. Da haben sich die Entwickler echt mal was Cooles ausgedacht. Ich meine, das Muster, was es unten am Bauch hat, sieht aus wie so eine Eierschale fast schon. Und gleichzeitig wie so ein Tarzan-Leibchen. Wie nennt man das nochmal? Ein Lendenschurz, genau. Oh, ich mag meine Tastatur langsam nicht mehr. Die Schnelltaste bleibt manchmal ein bisschen hängen. Und, oh, Entschuldigung, ich glaube, ich muss jetzt gleich niesen. Entschuldigung. Wenn es jetzt ein bisschen laut wurde. Oh, jetzt kommen nur noch wilde Pokémon. Das geht einem ja übelst auf die Nerven. Ein X-Abwehr können wir jetzt nicht wirklich gebrauchen. Und ich denke mal, ich lasse Tyrakrok vorne. Und so, sag ich Tyrakrok, Krokodok. Und, oh ja, genau deswegen, weil der hier einen Schneckmack hat. Was mit einer Aquaknarre down ist. Aber ich glaube, hier unten ist noch was, genau. Trank. Ja, ich meine, jeder Trank den... Ja! Ja klar, ein Golbat Level 8. Sehr realistisch und so. Dann holen wir uns erstmal eine Petcha Berry. Besiegen diesen komischen Wanderer hier. Ein Geodude. Den Namen finde ich auch cool. Aber da verstehe ich nicht ganz, warum es dann auf Deutsch Kleinstein heißt. Wenn es in seinem Namen das Wort Dude hat. Sparrow braucht jetzt erstmal einen Trank, würde ich sagen. Und ihr seht, es war nicht dumm, so viele zu kaufen. So, was sind Zane denn hier? Pokédollberg. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Kriege ich denn diese komische Poképuppe her? Genau an dieser Stelle habe ich schon mal gewonnen. Das, ey, nein. Kriege ich denn nicht hier irgendwo einen Union Cave? Oder muss ich dazu nochmal komplett zurück? Das regt mich jetzt schon wieder auf, ey. Das ist, ey. Kriege ich einen zu viel, tut mir leid. Und uns begegnen weiterhin Golbats auf einem Level, auf dem sie uns gar nicht begegnen sollten eigentlich. Verdammt, ich glaube, ich muss nach dem Part echt mal im Internet nachlesen, wo ich diese Pokéball herbekomme. Weil sonst kann ich es vergessen, hier weiterzumachen. Nein, ich will keine Fleckmann-Route. Oh Gott, verdammt nochmal, wo kriege ich das Ding denn her? Oh, ein Fenino. Wooper, ich mag den Namen voll. Wooper. Und ja, da wäre jetzt unser Wootoot eigentlich gewesen. Aber naja. Da liegt hier irgendwo was? Nein. Naja, das fuckt mich jetzt schon so ein kleines bisschen ab. Ah, Menno, jetzt gehe ich mal im Pokémon Center irgendwo nachgucken. Ja. Oh, wir haben Angel bekommen. Nicht schlecht. Ja, ihr hört schon, ich bin leicht verschnupft. Warte, 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 was hat er gesagt? It's full of clingy things. Das Gras ist voller clingy Sachen. Clingy, weiß ich nicht, wie das heißen soll. Ich durchsuche jetzt mal das Gras hier nach einem Item. Und ja, ich denke mal am Ende des Parts ungefähr werde ich dann mal nachgucken, was mit dem Eiso ist.
wir haben es noch gebraucht und das ist ungefähr jetzt der Zeitpunkt. It's making sounds. It's almost ready to hatch. Cool, es macht schon Geräusche. Finde ich prima. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt im Internet nachgucken, wie ich diese Puppe bekomme. Und werde es dann im nächsten Part direkt umsetzen. Also, bis gleich. Ciao.